Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich eine Teeling 24 Jahre alte Vintage Reserve aus dem Jahr 2016. Das war Bourbon Cask Nummer 3, Bourbon Cask Nummer 8390, der extra für den Whiskey Fair Rhein-Ruhr abgefüllt wurde. Kostet 278 Euro, wow, gab es insgesamt 162 Flaschen nur. Und Marco von Bühler Whisky House, also Marco Bonn, hat tatsächlich ein Video davon gedreht am 28. Juli 2016. Er hat sie angepriesen, fand die ganz gut. Wir haben jetzt April, Mai 2018 und die Flaschen waren immer noch bei ihm im Laden drin. Whiskey Base 81062 und dort habe ich echt ein Problem, denn da stand es lightly peated bei Marco. Whiskey Base nicht, 49%, also eine richtig schöne Sache. 24 Jahre alte Teeling, also ich habe hier meine 24 Jahre alte Teeling Vintage Reserve, der ein Collection war in der Sauternes, fast nachgereift war, von dem es 5000 Flaschen gab. Hier gab es 162 und die werde ich auch nachher gleich miteinander vergleichen. So, erst einmal nett. Ich krieg Aprikose Pfirsich. Ich weiß nicht, wer das war, aber es ist echt Wahnsinn. Also, als ob man eine Peach, also Pfirsich hat, Aprikose, und diese Haut davon, da nur davon ist. Das ist genau eben das, was ich habe. Also, innen drin ist ein bisschen saftiger und so weiter, aber es ist Wahnsinn. Also, so eine Aprikosenote habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Whisky gehabt. Ich bin erst bei 700 verschiedenen Videos, die ich hier gedreht habe, um und bei. Plus. Oh, echt lecker. Also, wow, Tiering. Also, Leute, Jungs, da von der Rhein-Ruhr Whisky-Messe, ich habe keine Ahnung, wer das ausgesucht hat. Kann es sein, dass es denn Heiko ist, denn dort vom Rolf Kaspar? Also, er ist Mitveranstalter, glaube ich. Und ja, Wahnsinn. Ui. Richtig toll. Also tolle Flasche übrigens auch. Das war die gleiche Flasche, was sie für den anderen 24-jährigen Vintage Reserve gemacht haben oder benutzt haben. Aber dieser Ausdruck hier, lightly peated, ich glaube, irgendjemand hat irgendwas durcheinander gebracht, weil wenn es ein Bourbon-Fass ist, da frage ich mich, welche Bourbon hatte vorher Peat drin gehabt? Genau, also kenne ich nicht. Und das gerade eben 24 Jahre zurückliegend. Wow, das war eine Achterbahn. Oh, ah. Oh, ich habe doch einen Hauch von Piet gehabt. Ha. Wo kommt das nun her? Keine Ahnung. Also, wow. Mann, der ist merkwürdig gut. Also das Erste, was ich nicht glauben würde, sag mal, gib's mir und sag, hey, das ist ein Jason, das ist ein Whisky. Dann hätte ich gesagt, okay, was für ein Whisky ist das? Das ist echt wie ein Likörfass. Also 49%, also ein wirklich wie ein Pfirsichlikör. Also hochprozentig auf jeden Fall. Aber dann kommt ein kleines bisschen von dieses Holz dabei. Also richtig altes, lederiges, tanninhaltiges Holz. Aber nicht alt, nicht modrig. Also gutes Holz. Aber dann am Ende kommt ein, für mich echt ein spürbar, ein Hauch von einem Rauch denn dazu. Und das ist echt wahnsinnig interessant. Pfirsich, Aprikose. Bisschen bitter, bisschen sauer, ein bisschen süß,
ein bisschen herb. Wow, das ist echt eine Achterbahn von Gefühlen her. Was mich ein bisschen negativ überrascht, ist der Langlebigkeit von der Finish. Der ist mittellang. Nicht lang lang, also der geht nach einer Minute weg. Also eine Minute noch nicht mal um und langsam verschwindet das in Vergessenheit. Da bleibt ein kleines bisschen von Holz da, ein Hauch dieser Bitterkeit, als ob man wirklich in dieser, ich sage einfach mal, Aprikosekern, diese Stein ein bisschen rein abgebissen hätte, ein bisschen draufgekaut hätte. Aber dann, da ist tatsächlich, und ich habe, der einzige Whisky, den ich tatsächlich hatte heute, war mein Control Whisky, und das ist ein Teeling. Ganz bewusst, und da ist 0 ppm drin. Und da ist ein, also das sind 1 bis 2, sage ich mal. Leicht, 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 leicht. Und das ist echt das Problem, wenn man Peathead wird, kann man Peat mit 1, 2, 3 ppm nicht mehr überhaupt wahrnehmen. Da muss 10, 20, 50, bevor man, nachdem man Octomar hatte, kann man nicht zurückgehen. Ja? Da verändert sich was im Wahrnehmungsspektrum vom Mund. Ganz bewusst will ich hier ein bisschen mit Wasser arbeiten. Also meine obligatorische 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schauen wir, was danach passiert. Nase wird heller. Also diese Aprikose, also wirklich, als ob man Aprikosensaft im Glas hätte. Deshalb sage ich mal, das ist wie ein Aprikosenschnaps. Das ist total cool. Und ein ganz bisschen Vanille, ein ganz bisschen auch Eiche, ein ganz bisschen auch Malz ist dabei, aber echt nicht viel. Aprikose, Aprikose, Aprikose. Also das kann man auch ab und zu mal aus den verschiedenen Fässern rauskitzeln, wenn man das genau richtig macht. Also ein Bourbon-Fass. Bourbon ist dann praktisch 200 Liter ungefähr. Also 162 Flaschen da rauszuholen, das bedeutet, dass normal ist nicht so schlecht mit der mit der Angel Share da drin. Ja, ist es schon immer noch bei um die 40%, aber das geht. Der Nase ist gut. Im Mund. Ich weiß nicht, aber es schwankt so sehr. Da kommt ein bisschen jetzt am Ende hier dieses Holz und da kommt ein bisschen diesen Torf und da kommt ein bisschen hier diese Bitterkeit, aber dann kommt diese Süße, und da kommt diese Saure, da kommt diese Herbe, da kommt dieser Moment hier tatsächlich von Pfirsich dabei, dann kommt dieser Kernmoment, als ob ich auf einen Stein, also einen Aprikosen, einen Pfirsichstein da beißen würde. Also der schwappt einfach über und dann es gibt Transitions ohne Ende. Der ist nicht ein Whisky, mit dem ich ruhig hier sitze und einfach mal genieße. Also neulich hatte ich ein Whisky und ich habe vergessen, welcher das war. Sobald ich das hatte, wollte ich langsamer reden. Der war so super schön entspannend. Und dieses Ding regt mich eher ein bisschen nicht. Regt mich an, also anregend, genau. Ich reg mich nicht auf, nein. Also es ist schon, das ist, ich will schneller reden, ich will mehr erzählen, das macht mich fast hyperaktiv. Und dieses ist okay. 24 Jahre alt, cool, tolle Flasche, 178 Euro, nicht cool. Also dieser Preis von dieser Sache ist schon Hammer. Also da haben sie bei der Whisky Fair Rhein-Ruhr 2016, also schon gut 2 Jahre her jetzt hier, haben was Interessantes ausgesucht. Das muss ich schon sagen. Allerdings, mir ist das viel zu teuer dafür. Also das ist ein Whisky, wo ich bei, Entschuldigung, dass wenn ich so sage, eine 70 Euro vielleicht Whisky wäre, wo ich sage, guck mal, ein Teeling, Single Cask, der schmeckt besonders gut, probier mal. Und dann würde ich das probieren und sagen, oh ja, wow, interessant, wie viel? 70 bis 80, na ja, okay. Aber 280 ist jenseits von Gut und Böse, no. Also, wie ich sagte, da weiß ich nicht, wie ich das einordnen sollte, denn da passiert fast zu viel im Mund.
Nicht alles ist positiv, deshalb gebe ich einfach mal ein 2-. Preis-Leistung 5. Also das ist echt einfach. Also habe ich schon gemeckert wegen diesem Preis. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Oh ja, stimmt, ich wollte das noch vergleichen hier. Ich habe mein Glas vergessen. Ich wollte den 24-Jährigen hier mit der Sautern, wo es 5000 Flaschen gab. Das ist übrigens Whiskey Base 81062, das ist Whiskey Base 89, also das 81062, 89128, 24 Jahre alt, auch ein Vintage Reserve. Wenn ich daran denke, werde ich einen Link dahin tun, dass man auch das hier anschauen kann. Die Chancen, dass ich daran denke beim Schneiden, liegen bei 30%. Also an 46%, hier habe ich 49%, da werde ich noch ein kleines bisschen was dazu kippen. Die Flasche lag auch bei 200 irgendwas, 180, 90, keine Ahnung, wesentlich zu viel fand ich auch. Und ich war absolut nicht davon ein Freund. Wahrscheinlich jetzt im Nachhinein hat es mal mit Sautern zu tun. Das ist bisher noch nicht mein ganz großer Freund. Ja, also, und das? Also tatsächlich, wow. Also diese Pfirsich ist eindeutig da, aber diesen Rauch, gerade im Vergleich miteinander, ist wahrnehmbar, nicht deutlich wahrnehmbar, wahrnehmbar. Aber das kombiniert das echt gut. Also die Nase ist besser als das, was ich im Mund hatte. Hier, also 46%, auch ein Teeling, 24 Jahre alt. Wahnsinn, oder? 24 Jahre alt Irish Whiskies. Ende. Ah. Also, genau. Das ist schon das dritte Mal, wo ich das im Glas hatte. Also ganz kleine Geschichte. Ich habe diese Video gepostet, Englisch wie auf Deutsch. Und die Leute auf Englisch haben auch dann sich bemängelt, sagt Jason, das ist Schwachsinn, was du erzählst. Der wurde echt toll, wirklich ganz toll, hat er abgeschnitten in alle möglichen Preiskategorien, dann damals 2016, 17, dort in England. Und dann habe ich es auch auf Deutsch das Problem gehabt, dass die Leute sagten, nee, das geht nicht. Und dann habe ich es nochmal rausgeholt, habe ich nochmal für mich privat probiert und sagte, es schmeckt genau wie mein Gedächtnis mir gesagt hat. Naja, okay. Und das ist da einfach diese Finish da dran. No go in meiner Welt. Also die Fässer waren dafür echt einfach nicht so gut. Oder es war Sautern war das am Ende, aber das ist eher ein Mittelfeld, wo ich das hatte. Am Ende ist wie ein modriges, Entschuldigung, Holz, wie auch ein neues Holz zusammen, der nicht wirklich miteinander kombinierte. Wesentlich fruchtiger, wesentlich erfrischender, wesentlich mehr Komplexität hier. Und aber auch am Ende ist da ein bisschen was, aber nicht überhaupt in der gleichen Kategorie hier zu haben. Denn das, was ich hier habe, ist tatsächlich hier mein Hauch von Lightly Peated, der mit dem Pfirsich und ein bisschen mit der Eiche da zusammen einfach mal tanzt, sagen wir mal so, sehr positiv. Also 2- ist wirklich eine sehr objektiv, aus meiner Perspektive subjektiv, wahrheitsgemäße Bewertung hierfür. Nicht so hoch, nicht so wenig. Also es gibt einen Mann, das macht er auf Englisch und er macht momentan nur Bourbons. Und was er tut ist, er hat 30, 40 Flaschen und seine Frau muss eine Flasche rausholen. Sie schenkt das in ein Glas rein und er weiß nicht, was es ist. Und er probiert das blind, also blind hier vor der Kamera. Und dann filmt er sich dabei und am Ende gibt es eine Bewertung, ohne zu wissen, was es ist. Und am Ende dann holt er die Flasche, beziehungsweise Umschlag findet, was es ist. Und dann ist er manchmal überrascht, weil gerade eben die Sachen, die manchmal so genial sind, sein sollen, schneiden bei ihm durchschnittlich ab. Und dann manches, was echt billig ist, hat bei ihm schon sehr gut abgeschnitten. Und umgekehrt, dann muss er nochmal der Anfang am Schluss am Schneiden, also filmen, weil er sagt, hallo, und heute werde ich das und das kosten, er wird mich gleich sehen und so weiter. Absolut genial gemacht. Und irgendwie würde ich mir mehr und mehr wünschen, wenn jemand da draußen das so tut. Also Malte macht das von als Sea of Dram oder Sea of Dreams.
dass er tatsächlich ein Whisky verkostet und wir als Zuschauer müssen erraten, was es ist. Und ein paar Wochen lang war ich King of Whisky. Danke, Malte, nochmal dafür. Auch eine tolle Sache und das macht mir einfach Spaß, das zuzuschauen. Jo, okay, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Meine Frage des Tages ist, also, welche ist vom Teeling deine Lieblingswhisky? Ich glaube, die Frage habe ich noch nicht gestellt. Wobei, wenn ich jetzt danach greife, also ich glaube, ich habe gefragt, welches der Sherry Whisky, der am besten schmeckt. Und ich glaube, hier werde ich es nochmal einfach mal hochhalten. Brabazon vom Teeling ist echt richtig gut. Serie 1. Also das kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Habe ich mit The Tasters zusammen hier auch mal vor der Kamera gehabt. Mir schmeckt das unheimlich gut. Jo, das ist meine Lieblings-Teeling-Whisky, den es so gibt. Momentan auf jeden Fall. Gut, liken, abonnieren, immer wieder dann auf meine Sample-Liste schauen, wie auch bei Amazon irgendwas anderes anklicken. Wahrscheinlich die Flasche gibt es nicht. Der andere, der 24 Jahre alte Vintage Reserve, da gibt es tatsächlich die Flaschen. Ich glaube, die war bei 300 irgendwas. Nee. Also, Sonntagabends auch mein Livestream und ich freue mich immer wieder, auch von euch was zu hören. Schreibt es unten in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen. Ciao.